Gut, 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 gut. Also es müssten bald wieder blaue Tränke produziert werden. Wir haben schon mal einen kleinen Vorrat an grünen Ärmchen. Und ich werde schon wieder mit Eisenplatten befüllt. Nee, Jungs, ich bin nicht wichtig. Ich mache die erstmal alle aus, bis wir zigtausend Roboter haben. Wenn wir zigtausend Roboter haben und durchgehend alles befüllt wird, dann können sie gerne mich befüllen. Aber bis dahin sollten wir das lassen. So, und ich klaue mir einfach hier welche. So. Du bist eine normale Eisenchest, das ist nicht gut. Du musst eine Requester-Chest sein für Eisen mit 10. So, Chips. Kriegst ein paar. Stahl. Stahl kommt hier gar nicht an. Ah, doch, da. Aber es dauert ewig. Komm, kriegst unsere 100 Stahl. Wir klauen uns hier den Stahl. Fast alles nämlich. Oder alles. Und hauen hier die Hälfte davon rein. So, also blaue Tränke müssten gleich ganz, ganz, ganz viele kommen. Ja, oh. Alle am Arbeiten, alle am Arbeiten. Sehr schön. Ich baue mal 5 Speed-Module, 5 Produktivitätsmodule. Und die hauen wir dann hier rein, weil wir brauchen ja doch recht häufig die blauen Tränke. Und ich hätte schon sehr gerne, wenn das Ding durchgehend arbeiten würde. Wie sieht das mit Batterien aus? Können wir da irgendwas drehen, dass wir mehr bekommen? Kupferplatten. Oh, du hast keine Kupferplatten mehr. Nein. Active Provider Chest. Kann ich das hier hin und her schieben? Nein. Das ist nicht gut. Das hätte ich sehr gerne. Dass man in der Warteschlange Sachen hin und her schieben kann. So, bauen wir davon welche. Derweil mache ich das Ganze von Hand. Ein Inventar voll fast mit Kupfer. Da rein. Eisen da rein. Mehr Batterien. Hier, Geschwindigkeitsmodul. Mehr Power. Und so. Gut, kommt. Wird reingeladen, wird abgeladen. Ist gut. Öl. Tank ist voll. Sehr schön. Du kannst da weg. Du produzierst Plastik. Wo ist dein Problem? Petroleumgas. Daran könnten wir auch noch arbeiten. Weil wir brauchen die Brennstoffzellen gar nicht. Wir könnten das Leicht- und Schweröl auch irgendwie zu Petroleum machen. Flammenwerfermuni brauchen wir auch nicht. Wie viel haben wir davon jetzt schon? Nur mal so Interesse halber. 2. Was? Achso, weil wir keine Eisenplatten hier reingeschmissen haben. Ja, gut. Ist okay. Was fehlt hier noch? Engine Units? Chips. Chips fehlen da. Tu rein. Und hier komme ich nicht mehr durch. Doch, da. Okay. So. Du bist ein Storage Unit. Da können die rein. Stahl. Sei schneller. Sei produktiver. Genau, und mit jedem Stahl-Dingens, das hergestellt wird, füllt sich da unten die Leiste ein bisschen. Und die füllt sich mit der Zeit, okay. Also je länger die Fabrik arbeitet, desto mehr füllt sich das. Und sobald das Ding einmal voll ist, wird einmal kostenlos was hergestellt. Was ich aber eigentlich hier oben bei denen machen wollte. Schneller. Da. Schneller. Da. Schneller. Da. Und so. Füllt sich, fließt schneller, arbeitet schneller. Alles super. Wir bräuchten eigentlich noch die Tech 2 Variante von den Dingern, aber das kommt später. Erstmal nur wichtig, dass durchgehend blaue Tränke produziert werden, dass wir durchgehend forschen, damit wir unsere Power-Rüstung bekommen, um nicht zu sterben. Weil das war vorhin, als die Beute angegriffen hatten, doch, ne? Es wäre nicht so schön, wenn wir da gestorben wären. Jetzt, wo es doch mit den Robotern gerade anfängt, einigermaßen zu laufen. Vor allem, wo wir Roboter haben, die Roboter bauen. Woran hapert es jetzt gerade? Chips wahrscheinlich, ja. Was fehlt dir? Kupfer. Nein, warum schon wieder Kupfer?
was ist hier los? Innenkupfer. Ich bleib mal kurz hier stehen eine Weile. Nicht, dass es hier irgendeinen Bug gibt. Ich setze mal ganz kurz die Fließbänder hier durch schnelle Fließbänder. Vielleicht gab es dadurch ein Problem. Oh, falsch. So. Nee, ist okay. Warum werden da die ganzen Eisenplatten eingelagert? Weil er sie gerade nicht braucht, oder? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als Eisen einzulagern? Das finde ich sehr komisch. Lasst das bitte mal. Bitte kein Eisen mehr einlagern. Das müsste genug im System sein. Wenn wir wirklich mal was brauchen, dann lege ich das da rein. Ich will nicht, dass die 30 Roboter oder was die wir jetzt haben. Hoffe ich mal. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Dass die was anderes machen. Ihr kriegt Eisen, ihr kriegt Kohle, kriegt ein bisschen Holz. Neue Storage Chest und dann ist gut. So, macht was Sinnvolles. Wie gesagt, will Stahl verteilen. Ja. Blaue Tränke. Hier sind überall noch keine. Aber es kommen regelmäßig welche an. Läuft hier soweit alles gut? Grüne Ärmchen sind immer noch genug da. Werden genug grüne Ärmchen nachproduziert? Kaum, weil kaum grüne Chips ankommen. Die grünen Chips werden jetzt zu blauen Ärmchen. Blauen Ärmchen werden zu grünen Ärmchen und dann kommt es da erst wieder an. Okay. Also grüne Chips, wie schaut es bei euch aus? Ihr habt noch keins von diesen Produktivitäts-Upgrades. Dafür braucht man grüne Chips. So. Hier, Productivity Modules. Dass wir ab und an kostenlose Chips bekommen. Das wäre schon schick. Und... ja. Hier tauchen überall neue Gegner auf. Ich glaube, das sind Würmer. Die hier und die da, weil die haben keine Basis. Wir brauchen unbedingt bessere Waffen. Ups. Ja, genau, die meinte ich. Ich wollte aber eigentlich Munition herstellen. Eisenplatten. Ja. Munition herstellen. Diese bessere Munition, die Piercing-Munition, die brauchte 150 lila Tränke. Wenn ich mich nicht irre, braucht man dafür 150 Alien-Artefakte. Und wir haben 24. Das ist nicht so gut. Guck mal ganz kurz. Haben wir noch gar keine Option für. Müssen wir sie erst erforschen. Ja, okay. Raus. Kommt es jetzt immer noch oben zu Problemen bei der Drahtverarbeitung? Nö. Wir sind nur zu langsam. Aber es staut sich hier und das ist schon mal sehr gut. Wenn sich das hier staut, heißt das nämlich, dass hier genug ankommt. Hier staut es sich auch schon. Das heißt, die brauchen auch gerade keine. Jo, alles gut. Rote Chips. Warum bist nur du am Arbeiten? Kein Plastik. Die frisst alles am Plastik weg. Okay, wir brauchen also auch mehr Plastik. Power Armor erforscht. Wir können herstellen Power Armor. Braucht 10 Alien-Artefakte. Okay. Wir brauchen allerdings auch Module für die Power Armor, sonst bringt die uns fast gar nichts. Das heißt, wir brauchen ein Portable Solar Panel, was fast gar nichts kostet. Und wir brauchen Batterien. Also das, um Energie zu gewinnen und das, um Energie zu speichern. Und danach können wir so eine Sache wie das Schild und anderes Zeug bauen. Also dich bitte erforschen. Brauchen wir auch keine hellblauen Tränke für, können wir erst ein bisschen was auf Vorrat herstellen, das ist gut. Plastik. Plastik, du brauchst ein so ein Modul. Und du brauchst davon Module. Wir brauchen nicht so viel Schrotmunition. So. Aber es hängt gar nicht an der Geschwindigkeit bei dir. Geschwindigkeit reinzupacken bringt gar nichts, fällt mir gerade auf. Wir brauchen mehr Gas, mehr Petroleum. Und das ist gleich fertig. Sehr schön. Power Armor selber. 10 Artefakte. 100 blaue Chips. Blaue Chips? Blaue Chips.
Wir haben keine blauen Chips, weil wir keine Schwefelsäure haben. Ja, Schwefelsäure kommt hier. Wird aber zu Batterien verarbeitet. Das ist nicht gut. Du... Ja, Advanced Oil Processing. Wir können aus Wasser und Schweröl Leichtöl machen. Wir können aus Leichtöl Petroleumgas machen. Das ist irre praktisch. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne erstmal Batterien. Ja, also wir müssen abermals das hier alles auseinandernehmen und neu umbauen. Und du brauchst nur Wasser? Warum bist du dann so langsam? Schwefel. Liegt am Schwefel. Okay. Schwefel braucht... Wieder Petroleumgas. Ja. Gut, wir brauchen also noch mehr Refineries. Wobei hier jetzt kein Platz mehr ist. Das ist nicht schön. Können hier noch eine hinklatschen, aber das wird echt eng. Nee, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da müssen wir uns was überlegen. Also eventuell wird der ganze Komplex hier einmal abgerissen und irgendwo anders neu aufgebaut. Dann haben wir hier nämlich unsere Energiegewinnung mit Steam. Dann könnten wir hier die Solaranlagen bis ganz runterziehen. Und wir bauen dann hier oben irgendwo die Ölgeschichte hin. Weil wie wir sehen, das braucht doch einigermaßen viel Platz. Und hier oben werden wir später keine oder nicht mehr so viele von diesen Fabrikkomplexen haben, weil irgendwann gibt es halt nicht mehr so viel herzustellen. Und wir haben hier doch recht viel Platz. Ja, das müssen wir dann gucken. So, Batterien haben wir auch hergestellt. Ich hätte gerne Portable Fusion Reactor, bessere Batterien, schneller laufen ist gut. Nachtsicht fand ich persönlich nicht so praktisch, aber ich will es euch mal zeigen, also erforsche ich das. Und blaue Chips, ja. Wir müssen kurzfristig eine Fabrik bauen, damit sie blaue Chips für uns herstellt, für Kleinkram. Wirklich gut funktionieren wird sie nicht, aber na gut. Hast du ein... blaue Chips. Du hast da einen heimlichen Eingang. Kriegst das und das. Du brauchst mehr davon, hm? Okay, wir brauchen grüne Chips, wir brauchen rote Chips. Ich klaue mir hier grüne Chips. So, 60 grüne Chips geklaut. Wo landen die roten Chips? Da oben. Rote Chips werden auch geklaut. Rüber da. Du kriegst mehr Chips, mehr davon. Und ein Pollution plus 30%. Okay, das ist ein netter Nebeneffekt von den Viechern. Also von den Dingern da, dass sie jetzt mehr Umweltverschmutzung produzieren, wodurch die Feinde schneller wachsen und, ne, garstiger werden. Da muss ich mal gucken. Aber, tatatata, erster blauer Chip. Wir brauchen bloß noch wie viel davon? 99. Ist okay, ist okay. Hier kriegst du eine Kiste. Kriegst noch zwei Kisten. Da und da. Provider? Nein, ich brauche Requester Chests. Geht wieder nicht. Okay, also die hier muss ich jetzt händisch füllen. Und, es ist Nacht? Dinger füllen sich? Was? Geh nicht runter. Okay, noch produziert das Ding auch. Gucken wir mal, gucken wir mal. Es wird Tag, oder? Was produziert immer mehr? Ja, es wird Tag, okay. Schade. Das habe ich jetzt verpennt. Da muss ich unbedingt in den nächsten Folgen mal drauf achten, wie sich das nachts jetzt verhält. Genau, und hier grüne Chips, rote Chips, damit wir blaue Chips bekommen. Damit wir in Ewigkeiten mal unsere Power-Rüstung herstellen können. Gut. Ein paar Shotgun-Shells und als Großprojekt in einigen Folgen, also ich denke, das wird eine ganze Weile dauern, das hier alles abreißen. Das komplette Öl-Weiterverarbeitungssystem und woanders aufbauen. Bis dahin sollten wir aber erstmal auch hier die Bäume wegholzen.
das Muster weiter ausbauen und auch regelmäßig wieder an die Verteidigung denken. Also Lasertürmchen. Hier zum Beispiel. Weil da ist doch die große Feindbasis und das heißt, es sollte hier eigentlich, ne, sicherer sein. Das heißt, wo ist Laserturm? Da ist Laserturm. Das heißt, hier mit einem Abstand immer jeweils einen Turm hinsetzen. So, so, und schon sind die Türme alle. Ja, für solche Sachen könnten wir theoretisch hier oben, wo wir noch so viel Platz haben, auch Automatisierung machen. Also, dass Akkumulatoren hergestellt werden, dass Solarzellen hergestellt werden, dass Strommasten hergestellt werden, Lasertürme, ne? Also was. Wobei ich nicht so ganz weiß, wie sinnvoll das ist. Aber müssen wir gucken. Wir haben also definitiv in Valinor noch sehr viel zu tun. Die Roboter machen super Arbeit. Sie stellen sie jetzt hoffentlich auch sehr schnell selber her. Ich sehe gerade gar nicht so viele von denen. Das sind meine Roboter. Warum? Hey, Jungs. Die sind alle schlafen gegangen. Construction Robot macht nichts, das ist auch okay. Wo sind die ganzen Roboter? Das ist sehr unheimlich, wenn plötzlich 50 Roboter verschwinden und nur hier so ein bisschen Kleinkram machen. Ich hoffe mal nicht, dass die irgendwie kaputt gegangen sind oder so. Also ich war mir ziemlich sicher, dass wir wesentlich mehr hatten. Ich glaube, die bilden gerade eine Untergrundresistenz und ab und an verschwinden einfach Roboter. Unterirdisch sammeln die sich, so dass es nicht auffällt und dann ist vorbei. Sehr komisch, sehr komisch. Flying Robot Frames. Du brauchst nur wieder Chips. Ja gut, also. Das im Auge behalten. Nicht, dass aus Versehen irgendwo irgendwelche Roboter abgestürzt sind. Das kann ich mir aber auch eingebildet haben, dass wir die ganze Zeit nur so viele hatten wie jetzt. Hm. Also Roboter im Auge behalten. Forschung. Weiter immer optimieren, dass es da keinen Zwischenstand gibt. Keinen Stillstand gibt. Hm, blaue Chips. Blaue Chips von Hand herstellen, damit wir eine Powerrüstung wenigstens haben. Dafür brauchen wir ganz viele grüne Chips und rote Chips. Wobei grüne Chips, ich echt... keine Eisenplatten. Wobei ich bei den grünen Chips echt mit dem Gedanken spiele, dass wir nochmal einen so einen Vierer-Fabrikblock bauen. Wow, es fehlt Grüntränke. Dass wir nochmal einen Vierer-Fabrikblock bauen, der einfach nur grüne Chips herstellt. Oh, warte mal, das Eisen staut sich komplett. Ach, du warst voll. Okay. Also nochmal ein Vierer-Komplex bauen, nur für grüne Chips. Weil wir halt so viel Abnehmer von grünen Chips bauen haben. Noch eine Sache, die wir in der nächsten Welt besser machen würden. Wir würden von vornherein wissen, also ich würde von vornherein wissen, dass man viel mehr davon braucht und würde gleich einen größeren Komplex bauen. So, aber jetzt Eisenplatten. Da rein. Okay, das soll jetzt auch erstmal reichen. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass die grünen Tränke wieder fließen. Und die Roboter sind jetzt auch wesentlich aktiver. Ja, da sind die ganzen Roboter, wusste ich's doch. Die haben nur gewartet, dass sie hier was machen können. Sehr schön. Also bis gleich.